Wir backen heute wieder Hundekekse. Dieses Mal gibt es Erdbeer-Kokoskekse. Dazu braucht ihr drei Eiweiß. Das werde ich gleich noch trennen. Eine gute Handvoll Erdbeeren, frische oder TK. Und etwas Kokosmehl. Wie gesagt, zuerst die Eier trennen und dann steif schlagen. Dann werden die Erdbeeren mit ein bisschen Kokosmehl püriert. Da muss man das Mehl einfach nach Bedarf dosieren. Ich habe jetzt erstmal 2 Löffel reingetan. Möchte es nicht. In der Zwischenzeit sollte man schon den Backofen vorheizen. Es kommt ein bisschen auf den Backofen an. Meiner ist eher etwas heißer wie normal, daher nehme ich 160 Grad. Und im Schnitt lasse ich die Kekse dort 20 bis 25 Minuten in der Matte, nehme sie dann aus der Matte raus und lasse sie nochmal 20 Minuten bei 80 Grad nachtrocknen. Möchte mein Rührding da nicht raus. Jetzt hebe ich die Erdbeermasse unter den Eischnee. Es gibt schöne pinke Kekse. Nicht zu stark rühren, sonst geht das ganze Fluffige verloren. Dann verteilen wir das Ganze auch schon auf der Matte.
Füllt natürlich jetzt nicht mehr die ganze Matte. Und das geht dann auch noch in den Backofen. Nach 20 Minuten sehen die Kekse gut aus. Ich werde sie jetzt ein bisschen auskühlen lassen. Die unteren scheinen ein bisschen dunkel geworden zu sein, aber das macht wahrscheinlich auch nichts. Und dann werde ich sie aus der Matte lösen und noch ein wenig nachtrocknen lassen bei 80 Grad mit leicht geöffneter Backofentür. So sehen sie nach dem ersten Durchgang aus. Jetzt gehen sie eben nochmal zum Nachtrocknen in den Backofen bei 80 Grad. Ich denke mal, eine halbe Stunde wird reichen. Sie sind sehr Baiser-artig, klar, mit dem ganzen Eiweiß und entsprechend auch teilweise etwas krümelig, aber die Hunde finden sie super. So, nach einer halben Stunde Nachtrocknen sind sie jetzt fertig. Wie gesagt, sie sind sehr Baiser-artig. Ziemlich bröselig. Man kann sie also relativ leicht zerdrücken. Jetzt möchte die Kamera nicht scharf stellen, wie doof. Machen wir das mal so. Egal. Man kann sie also relativ leicht zerdrücken. Klar, mit dem ganzen Eischnee. Die Hunde finden sie super. Und sie sind total leicht. Also ich glaube, das ganze Ding wiegt irgendwie 50 Gramm höchstens. Da ist ein Hund. Super. Hanni und Elfe, wollt ihr auch Kekse testen? Einmal Kekse testen. Nochmal Kekse testen. Der rosa Pudel, die hatte gestern einen kleinen Modelljob. Das ist in ein paar Tagen wieder raus. Die Farbe, keine Sorge, das ist nur Kreide. Ja, schmecken tut's.